Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Zwillingsgeborenen sehen, gesehen werden, etwas wahrnehmen, etwas ins Licht zu bringen und die Wahrheit suchen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und das vermittelt auch etwas für die Schützengeborenen. Die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen und diese Bedürfnis haben gerade die Schützengeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hat einen Einfluss von Agena und Bungula. Die beiden Sternen Agena und Bungula stehen in Verbindung und das nennt man als Zeiger. In welche Richtung zeigen sie diese beiden Sterne? Das ist der Sternbildkreuz des Südens. Diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, ist in Südhalbkugel sichtbar und das ist ein besonderes Sternbild, weil hier befindet sich die Südpol. Und diesen beiden Sternen, Agena und Bungula, zeigen genau in diese Richtung. Was vermittelt uns das? Das Kreuz des Südens wird verbindet mit Themen wie Religion und Spiritualität. Also eindeutig, das ist gerade die Richtung und in diese Richtung sollen wir uns bewegen. Der heutige Tag eignet sich auch dafür orientieren. Wir haben auch eine ganz starke Ausstrahlung, die Anziehungskraft, wo dazu eignet die heutige kosmische Energie etwas Neues starten. Aber wir sollen noch einen Moment stehen bleiben und eine Rückschau halten. Es ist etwas noch da von Vergangenheit. Entweder sollen wir das befestigen oder darum kümmern oder die Kontakte pflegen, weil das hat eine Wichtigkeit für uns. Oder wenn wir das Gefühl haben, das stört eher, dann sollen wir aufräumen, davon verabschieden, davon trennen, kündigen, also einen Abschied nehmen. Aber dieser Rückblick ist heute sehr wichtig. Und dann können wir das verinnerlichen, was soll als nächstes kommen. Und heute bekommen wir die Orientierung. Aquamarin hilft dabei, die Klarheit zu bekommen, orientieren. Hilft auch bei Meditation, auch dass wir von etwas begeistert sind. Aquamarin gilt auch als Glücksstein. Auch für Wunscherfüllung hilft diesem Halbedelstein Aquamarin. Wir sollen mit lauwarmem fließendem Wasser entladen und mit Sonnenkraft oder Mondenergie aufladen. Bei Mondenergie immer darauf achten, in welchen Tierkreiszeichen Mond gerade bewegt, weil das vermittelt die Themen. Und heute ist natürlich die Veränderungen, die Wandlung und auch die Orientierung, das wäre ein Thema. Aber die Skorpionenergie vermittelt auch Liebesenergie zurzeit, weil die drei Wasserelementen, Skorpion, Krebs und Fischen, sind miteinander verbunden und Venus hat auch einen Einfluss auf die Geschehen und das stärkt natürlich die Liebesenergie. Dazu kommt noch der Jupiter-Einfluss und die Mondkraft. Das ist für Gefühle, dass wir intensiver die Gefühle wahrnehmen. Jupiter stärkt das auch alles. Jupiter ist rückläufig. Oft sind das Themen von Vergangenheit, eine Liebe von Vergangenheit. Und die Neptunkraft kommt auch dazu und das sorgt dafür, unseren Träumen zum Leben, begeistert zu sein von dieser Liebe, Partnerschaft, weil dann leben wir unserem Sehnsüchte, Wünsche, unserem Träume.
Und das ist eine ganz starke Liebesenergie heute. Und mit diesem Liebesenergie heute, diesem Halbedelstein Aquamarin zum Aufladen, vermittelt die Mondbewegung. Also wenn wir Wünsche haben, was die Liebepartnerschaft betrifft, dann eignet sich sehr gut diese heutige Energie dafür. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Klarheit, Orientierung. Sie haben Ziele und Wünsche und sie sollen diese Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Die Gespräche sind immer noch im Geheimen, im Verborgenen. Es wird etwas verschwiegen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass wir gerade schweigen sollen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben eine ganz starke Liebesenergie und damit haben Glück in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen, eine wichtige Aufgabe. Hier gilt auch Ziele setzen, orientieren, die Richtung bestimmen. Aber noch zurückschauen, was ist noch da von der Vergangenheit? Natürlich kann das auch bedeuten, dass hier karmische Erinnerungen kommen oder karmische Begegnungen. Die Löwengeborenen brauchen gerade sehr viel Ruhe und Kraft. Also nicht nur aktiv sein, sondern sie sollen auch darauf achten, dass sie mal langsam tun. Sie brauchen gerade den Rückzug, die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen möchten etwas verändern in die wohnlichen Situation. Die Jungfraugeborenen ziehen sich auch zurück und genießen die Zuhause und kommen zu neuen Ideen. Etwas verändern im wohnlichen Bereich. Bei einigen Jungfraugeborenen kann das bedeuten, dass ein Umzug kommt oder die Gedanken über einen Umzug. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie betrachten etwas mit Leichtigkeit und betrachten das spielerisch. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben zwar Kraft und Mut und sie spüren auch diese Leichtigkeit, aber sind unsicher. Besonders wenn es um Entscheidungen geht und bei Thema Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegt sich einiges, kommen kleinere Veränderungen, besonders was die Alltag betrifft oder die beruflichen Situation betrifft. Aber nicht nur beruflich kommen Veränderungen, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft, weil die Skorpiongeborenen haben eine ganz starke Liebesenergie und es ist auch möglich, dass jemand sich meldet von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch sehr wichtig, gerade Thema Liebe, Partnerschaft, aber sie fühlen sich unsicher. Sie wissen nicht, wie sie handeln sollen. Sollen Gespräche führen, ja oder nein, oder Gefühlen zeigen oder lieber zurückhaltend sein. Es ist sehr schwierig, jetzt alles einordnen. Die Schützendamen haben gerade Glück mit einer männlichen Person. Entweder betrifft das die Liebe, Partnerschaft oder eine männliche Person gibt gerade Unterstützung. Das kann auch die berufliche Situation bedeuten. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen spielt eine große Rolle die Vergangenheit. Und die Steinbockgeborenen sollen sie noch zurückschauen. Es ist noch etwas da, was sie genau anschauen sollen. Entweder das Befestigen, die Kontakte suchen, diese Kontakte auch pflegen mit jemand von Vergangenheit oder wenn das unangenehm ist, dann lieber das beenden. Kann auch bedeuten, dass das Erinnerungen kommen und es kann angenehm und schön sein, das ist natürlich erfreulich. Oder wenn das Erinnerungen sind, was mit Tränen verbunden sind, dann sollen die Steinbockgeborenen von diesen Gefühlen verabschieden. Weil das kann gerade die Steinbockgeborenen bremsen.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren, haben Kraft und Mut und sie werden etwas verändern beruflich. Aber es sind noch Geheimnisse da. Entweder wird etwas noch verschwiegen, noch nicht darüber sprechen, oder kann auch bedeuten, dass die Wassermanngeborenen sollen lieber schweigen, was sie gerade vorhaben, besonders wenn es um berufliche Zukunft geht, um die beruflichen Pläne. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben auch eine starke Liebesenergie und natürlich, das ist Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Kreativität, Spiritualität und die Fischengeborenen spüren auch diese Kraft. Es kommt alles im Fluss und da haben die Fischengeborenen die Glück. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben gerade einen Prozess und das ist die Heilung. Erstmal wird das gezeigt oder wir spüren, wo weh tut, aber da kommt auch eine Verbesserung. Bei vielen Wiedergeborenen bedeutet das, die Berufung zu leben und das ist die heilerische Beruf. Nicht bei allen einzelnen Wiedergeborenen, aber einigen Wiedergeborenen trifft auch dieses Thema, die wahre Berufung zum Leben. Und wenn wir schon bei Berufung sind, das ist gerade ein Aufstieg bei den Wiedergeborenen, eine berufliche Anerkennung, ein beruflicher Erfolg, ein Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind eher zurückhaltend und sie brauchen auch gerade diese Ruhe. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen schauen gerade in die Tiefe und sie möchten wissen, wo liegt die Wahrheit. Sie möchten auch die Zusammenhänge erkennen oder die forschen gerade etwas. Es sind auch geheime Gespräche. Das kann bedeuten, dass etwas wird verschwiegen. Kann auch bedeuten, dass jemand ihren Geheimnisse erzählt. Kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen selbst schweigen sollen, was sie gerade vorhaben und eher zurückhaltend sein und abwarten, geduldig sein, bis der richtige Augenblick da ist, etwas zu verändern. Und das ist nicht nur in der Liebe Partnerschaft, sondern auch beruflich. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.